Hey Leute, ich bin's wieder, euer Stereosize von Dual Toots und ich zeige euch heute, wie man weiches Licht oder weiche Farben eher in ein Bild bekommt bei Photoshop. So, ich habe da jetzt mal so einen Kameramann rausgesucht. Die Links sind natürlich unten in der Beschreibung zu den Bildern, aber ich habe da noch ein paar andere Beispiele. So, das ist eigentlich ein ziemlich simpler Trick, den wir da anwenden. Wir machen erstmal eine neue Ebene, gehen wir unten rechts auf dieses Post-it-Blatt und haben dann Ebene 2, nenne ich jetzt einfach mal in Effekt um. Da ändern wir dann erstmal unsere Vordergrundfarbe, die ist derzeit bei mir noch schwarz. Dann gehen wir hier runter auf Gelb und suchen uns einen sehr, also nicht einen richtig grelles Gelb, sondern mehr so ein helleres Gelb. Was schon mehr so in dieses Eigelb oder Eierschalengelb reingeht. Am besten ist es, wenn der Farbwert, also hier unten diese HTML-Notation, irgendwie was mit FE oder EF. EF? War es EF? Also zumindest irgendwas Gelbes. Klicken wir auf OK, also meine ist jetzt FAFF76. Klicken auf OK. Dann nehme ich hier links beim Verlauf, das Verlaufswerkzeug. Das liegt entweder beim Füllwerkzeug oder 3D-Materialfüllwerkzeug. Also müsst ihr mal schauen, wenn ich jetzt Füllwerkzeug aktiviert habe, dann denkt ihr, wo ist der Verlauf? Hier nicht, da nicht. Einfach rechte Maustaste, Verlaufswerkzeug. So. Ziehen wir mal von oben rechts nach unten links so einen schönen Verlauf von gelb, hier oben noch von gelb nach transparent, also nicht von gelb nach weiß. Und jetzt ist das Ganze natürlich sehr übertrieben, deshalb werden wir die Deckkraft hier rechts erstmal ein bisschen runterstellen, dass es einfach gut aussieht, aber auch nicht so knallig rüberkommt. So passt es dann schon. Dann machen wir aus diesen zwei Ebenen, also Hintergrund und Effekt, eine neue Ebene, wobei diese schon vereint sind. Also es gibt zum einen den Tastenkürzel Command Alt Shift E. Jetzt seht ihr schon, was ich meine. Also ich kann die unteren beiden ausblenden und wir haben immer noch das gleiche Bild. Oder bei Windows ist es Steuerung Alt Shift und E gleichzeitig drücken. Was natürlich auch geht, ist, was natürlich den gleichen Effekt hat. Wir markieren beide Ebenen, ziehen die unten auf diesem Post-it, machen praktisch aus beiden Ebenen eine Kopie. Dann haben wir oben die zwei Kopien und da können wir bei der oberen einfach sagen, mit darunterliegender auf eine Ebene reduzieren. So, schon haben wir das allergleiche Ergebnis. Deswegen nenne ich das jetzt auch mal Ergebnis. So, jetzt kommt noch der eigentliche Trick. Ihr geht einfach auf Bildkorrektur, Farbbalance oder einfach Command B oder Steuerung B. Und gebt hier bei Farbtonbalance, nehmt ihr die Tiefen und stellt den Regler mehr so in dieses Magenta rein. Oben vielleicht ein bisschen mehr Rot und dass das Ganze noch warm bleibt und nicht ins Kalte übergeht, wobei das auch Geschmackssache ist. Also mir fällt gerade auf, so sieht es auch geil aus, aber ich bin mehr so der Nein. Okay, ich nehme doch den kalten Typ. Klicken wir auf OK und schon haben wir diesen wunderbaren Effekt. Wenn wir den mal kurz ausblenden, so war das Original, so ist es mit dem Effekt. Es sind schon weiche Farben und hat einfach, ich weiß nicht, Stil. Dann haben wir noch als zweites Beispiel Flowers oder die Blumen. Also hier ist das Original und so ist es mit dem Effekt. Macht jetzt hier nicht so viel her wie bei dem anderen. Und hier noch ohne und mit. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mal Fragen habt, Tutorial-Wünsche,
schreibt einfach in die Comments oder schreibt uns eine PN oder eine E-Mail und so weiter. Ihr wisst, wie es läuft. Euer Sturus.